Das heißt, du musst damit schießen können, oder wie? Ja, na, das ist für Spice und so gedacht, ne? Dass die dann auch mal was haben, damit sie nicht immer nur mit Heavy Combat schießen. Okay, dann habe ich nichts davon, das tut mir jetzt leid. Meine Konsumenten, aber man kann nicht alles haben. So, wenn du willst, behalte das Fahrzeug. Das weg ist es weg. Fegen wir halt den Flug mit irgendeinem anderen Teil. Ich will das Ding niemals fliegen. Ich habe schon Leute damit fliegen sehen, aber das ist mir einfach nicht geheuer. So, nächste Knolle. Ist das Gute, die Teile sehen halt alle gleich aus. Ja. Und wenn ich jetzt mit einem fliege, dann kannst du eine Schleife machen und blendest einfach ein, dann das ist der und der. Dann gleiche ja. Schleife nochmal, das ist der und der. Ist richtig, so. Fällt doch keinem auf. So, jetzt habe ich hier einen Hover-Tag. Was haben wir hier? Wo ist es? Wo ist es? Da hinten. Richtung DRT. Ach du Scheiße, das ist dieses Ding. Raygun Cannon Ammo, ne? Ich sag mal. Damit bin ich mal im Schlammloch hingeblieben. Da kommst du ja noch schlechter raus als mit dem Bodenfahrzeug. Und dafür kommst du unendlich schnell zu deinem Ziel. Ja. Ui. Ach du Scheiße, wow. Ich bin die Tier nicht mehr gewohnt. Das ist irgendwie eine. Das sieht aus wie so eine Art Raumschiff oder so auf dem Boden. Das ist ein Podracer, ne? Ja, astrein. Ne? Astrein. Aber. Nee, es ist trotzdem nichts für mich. Das ist. Wow. Wow. Das driftet, ey. Das ist pervers. Das liegt auch gut drin, oder nicht? Jetzt stell dir mal vor, du willst damit nach Regand und fährst dann da auf diesen kleinen, schmalen Straßen lang. Hast du verloren. Du bist ja, wenn du läufst, schneller. Quatsch. Doch, da bin ich schon öfters ins Wasser gefallen. Ui! Fast über den Hügel drüber gekommen, wo ich normalerweise nicht drüber komme. Nicht schlecht. Aber ist trotzdem, das ist... Ach, das schwankt zu stark. Da werde ich ja bodenkrank. Obwohl, vielleicht so ein Ding für die Autobahn wäre bestimmt auch nicht schlecht. Da kann ich ja selbst einen Ferrari überholen oder so. Und der Vorteil ist, die Dinger sind ja noch umweltfreundlich. Ja, vor allem kannst du die dann auch noch ankohlen mit deinem Feuerschweif hinten. Ja. Kannst du mal denen vorne die Motorhaube ein bisschen ankokeln. Und da werden dann die, wo angekokelt sind, wenn sie Pech haben, dann fährt dann nichts mehr. Da werden die dann automatisch zur Mazda-Klasse degradiert. Mein Auto zieht der Abschleppwagen. Duck! So, wunderbar. Das wird so einer, ja. Ist trotzdem nichts für mich. Real Life aber vielleicht auch mal einen Versuch wert. Muss mal fragen, ob man sowas mit so einem Tron-Laser oder so irgendwie exportieren können. Es gibt doch schon ähnliche Sachen. Motorräder mit Hubschrauber-Turbine. Ich denke mal, das kommt dem schon sehr nahe dann. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, nächstes Fahrzeug. Was haben wir hier? Ja, Combat Hovertech 1.2. Hatten wir das nicht schon? Mal gucken. Nee, das haben wir noch nicht. Aktiviert. Ist ja auch nur das Hovertech zum Schießen. Boah. Auch ein Baumknutscher. Och nee. Wo ist es denn? Da hinten. Ei. Mitten im Stamm. Was? Gebrauchsbeschränkung? Steige 79. Heavy Combat 104. Dann greif mal rüber, Datei. Jo. Bekommst du doch. Machen wir hier mal den Dealer. Moment, ich muss erst wieder in die Garage zurückpopeln. Bisschen spät. Ah, hast schon übernommen, ist gut. Ob man da gleich einsteigen kann? Weiß nicht. Nö, will ich nicht.
Venus, willst du auch mitfahren? Ich baue einen Unfall. Nee, du musst ja nicht selber steuern. Kannst ja als Gast mitfahren oder so. Gummibäume stehen hier genug. Unser Exer auch schon für mich hingestellt. Als kühle Figur vorne rauf. Genau. Aber im Bikini. Das wird schwer. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, das Teil braucht die 20mm Kanone. Geil. Ah, jetzt mal los. Boah, ich geh mal in Deckung hier. Der Auspuff, der sieht aber wirklich krass aus. Das Ding fährt jetzt rückwärts. Jetzt hin. Wow. Wenn das abgeht. Und hier nur zusieht. Yay. Waren ja auch schön, um gewisse Stellen auf Bergen zu erreichen, wo man sonst so mit normalen Autos nicht hochkommt. Ja, die gehen richtig gut Rampen hoch und sowas. Und mit der Kanone kann man auch gut Leute erschießen. Ups. Bist jetzt gerade voll durch mich durchgebrezelt, aber mir ist nichts passiert. Das ist gut. Ja, wenn man nicht an die Kanone denkt, dann meint man eigentlich fast ein Spider-Bot, wer hängt die her oder so. Ja. Was ja eigentlich noch schlimmer ist. Ja. Aber das Ding hat's wirklich in Sicht. Ja. Hui. Kaboom. Jo, immer raus damit. Böses Quad. Lol, das ist doch dein eigenes, oder? Ja. Eieiei, lass es doch stehen. Quatsch. Ich denke, ich muss jetzt irgendwas zerstören. Ah, ich werfe mich mal schützend dazwischen, oder so. Yeah. Aber weiter kannst du es nicht zerstören. Das machst du vielleicht. Warte. Oh, was war das? Lol, was hast du jetzt gemacht? Das Quad zerstört. Lol, Computer Chunk, Metal Plates, Kabel. Wie das geplatzt ist. Ja, wenn du was für Trophys brauchst, ne? Das will ich nicht gehört haben. Gut, er hat mir schön gemacht. Fremde Autos zerschießen. Eieieiei. Also gut, gehen wir mal zum nächsten. Next Observer Prototype. Das Ding habe ich noch nie gefahren. Das Observer ist fliegen. Ehrlich? Mhm. Oh je. Oh je. Da hinten. Hier kommt er an. Halt! Bleibst du stehen? Nein! 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 Hat er auch so Papierpanzerung? Natürlich. Gib Gas. Er hebt nicht ab. Was mache ich jetzt? Hier eine Sprungschanze immer suchen. Lol. Soll ich damit rückwärts fliegen oder was? Natürlich. Ah, ich fahre wieder zurück. Ich bleibe jetzt nirgendwo hängen. In dem tödlichen Busch. Oder so, dass das Ding dann instant zerspreiselt. Ein bisschen was können die Kisten schon ab. Ich kann Risiko eingehen. So. Das muss genügen. Schade, dass Mori jetzt nicht da ist. Ah, da holen wir auf jeden Fall noch was nach. Machen wir nochmal eine richtige Kriegssession ausnahmsweise. Das ist mir so nicht geheuer. So, was haben wir hier? Nächstes. Heavy Assault Scorpion Trike. Oh. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das geht bestimmt ab hier Zäpfchen. So, wo ist es? 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 In Richtung Süden. Da ist es. Ah! Lol. Das sieht wirklich geil aus. Ich glaube, du brauchst dafür auch die 20mm. Driver Gunner. Stärke 88. Hast du Stärke 88? Ich habe natürlich. Gut. Heavy Combat 109 brauchst.
Ein Kombi. Ja, das habe ich auch. Da komme ich gar nicht rein jetzt. Achso, warte mal. Gibt's hier den Key? Alles, was du fährst, darfst du behalten. Ja. Oh Mann, ist das geil. Ja, ja, ja. Schön. Wo ist er, wo ist er, wo? Ja, wo? Da oben. Ach, da. Ja. Yippie. Ist das ein Zweisitzer? Ja, ne? Ja. Jo. Ob ich dann auch nur so eine Brutzelkanone drin? Ist ja geil. Oh, rein hier. Okay. Fahrer braucht 65. Was? Vehikel, um zu fahren. Ehrlich? Wie viel hast du? Haben wir gleich, haben wir gleich. Blumenpillen, Hust, Hust. Yum, 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 om, nom, 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 nom. Ah, immer diese bitteren Pillen. Wenn ich noch dran denke, wie man die früher gegessen hat, dann hast du noch SI gehabt, Synaptic Impairment. Das war die Hölle. Bitte um Erlaubnis. Kommst nie rein. Was? Wieso nicht? Ja, weil das, das hinten Auto auch nur für Tank ist. Also ein reines Tankauto. Das ist ja gemein. Aber schön. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann improvisieren. Ich hab Drogen, ja. Oh, jetzt drehen wir rein hier. So, rein. Danke. Ja. So. Hast du noch 20 mm Muni? Ich hab nichts mehr da. Aber anvisieren kann ich. Ich na egal, fahr ruhig mal eine Runde. Oh, warte mal. Einsammeln? So. So. Und, pass auf. Oh. Fuck. Schöne, fiese Raketen. Die haben den Vorteil, die verfolgen deinen Gegner. Das sind die Cyclops-Raketen. Oder die vom Warbot, wie auch immer, die schießen ja beide dasselbe. Geil. Was so schön ist, wenn man Spice jagt. Und das ist ja richtig geil. Das heißt, selbst wenn du sie siehst, wie sie es anschießt, dann gehen sie ins Stealth, treffen sie trotzdem. Richtig. Oh, ist das böse. Und mit dieser Kiste kriegst du auch mehr ganz gut PPUs down. Sau geil. Haben wir schon so manchen Opfer genervt. Im Moment, was Ops angeht, kann ich mich eigentlich gar nicht beklagen. Weil Fallen Angel ja auch ein paar jetzt hat. Also kann ich in Ruhe dort meine Arbeit nachgehen, aber selbst wenn es nicht so wäre. Regel Nummer 6 ist dein Freund. Ach, die Regel, ja. Ja. Halte stets einen Plan parat. Ui, jetzt bist du mit durch den Reifenstapel gebrezelt. Na, siehst du, das kann dieser Kiste nichts anhaben. Geil. So geil ist das. Und man bemerkt auch mal so ein bisschen die Geschwindigkeit, ne? Das, ja, das geht schon richtig geil ab. Und sieht halt auch wirklich wie so ein Skorpion ähnlich aus. Und hinten das Ding halt, das den Stachel verkörpern soll. Hat saugeil gemacht. Richtig. Ja, genau. Jetzt ballen wir noch richtig rein hier. Alles raus damit. Das kleine fahrende Festung. Jo. Jo, mach noch ein bisschen. Auch unter Beschuss hält die Kiste so einiges aus, also. Saugeil. Boom, 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 boom. Selbst ein Panzer hat bei der Kiste ein Problem, wenn du wütend bist und ihn unbedingt jetzt zerschrotten willst. Das können wir vorstellen. Durchaus. So halt. Nächste. Haben wir hier jetzt IR Chaincraft V1. Haben wir das schon? Bin gar nicht sicher. Das wäre das normale, Chaincrafts. Ne? So, das ist das normale. Und nee, das andere war auch. Das war nur aber Combat Chaincraft. Genau. Mal aufpassen. Spawn. So, jetzt müssen wir mal sehen. Ach. Wo ist es? Da hinten. Einfach nur stinknormale Kettenmotorrad. Ach so, das Standard-Ding. Schade. Auch guck, wieder denselben Skin mit
Fake-Gummigeschützen dann vorne dran. Nee, nimm auf, guck mal, der Scout fliegt gleich los. Dann kannst du mal einmal lernen, wie man es macht. Mal sehen. Ja, der kommt ja auch nicht hoch. Siehst du? Ja, ist ein bisschen tricky. Du brauchst ein bisschen Anlauf und dann suchst du dir irgend so einen kleinen Hügel als Rampe und ziehst dann nach oben im letzten Moment. Das will ich jetzt sehen, wie der abhebt. Das will ich jetzt sehen. Wo ist er? Ja, er gleitet da noch rum, ne? Lole hebt tatsächlich ab. Oh. Jetzt habe ich echt gedacht, er bleibt im Baum hängen. Verdammte Scheiße. Boah, gucken schon Bruchlandung oben auf dem Hügel. Also das Ding kann noch nichts taugen mehr. So, jetzt gleich kriege ich SI. Nee, nicht SI, Rock Flash. Ah, Gott. Oh, lol, die Steuerung. Ey, die Steuerung ist beeinträchtigt. Natürlich. Scheiße. Al, bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Der liegt doch voll scheiße. Lol, jetzt fährt er rückwärts. Shit. Das ist nicht so gesund. Na gut, fahren wir halt jetzt mal mit. Truckflash out, ist mir jetzt egal, was da rauskommt. Gut, das war jetzt eine kurze Vorführung davon. Was haben wir denn jetzt bekommen? Was ist das? Ein Trophy Hunter. So, wo ist er? Wo ist er? Da hinten. Hat auch. Ja, der sieht aus, passt wie der Skorpion. Ist das Skorpion? Ja. Selber Skin. Treiber. Da kann ich rein. Ha! Kannst der Skorpion braucht natürlich Rifle Combat, ne? Lol. Als zwei Sitze. Hab ich nichts. Hab ich nichts ja. Da. Schade. Man kann es ja weiterlegen. Oder mach ich mal eine schnelle Runde? War ihr auch mal dieses tolle Ding da? Eieieiei. Was hat denn das für ein Schützeinwurm drauf? Selbe? Aber keine Rockets. Oder? Nee? Oder doch? Weiß gar nicht. Aber das heizt auch gut, ja. Uiuiuiuiuiuiui. Hohoho. So geil, ey. Ich bin echt froh, dass wir heute auch wirklich alles ungestört machen können. Dass irgendwann mal ein paar Partisanen kommen, aber andererseits zur Not zahle ich ein bisschen Bestechungsgeld. Dass sie uns in Ruhe lassen. So. Also ich knall trotzdem überall gegen die Reifen, das ist nicht so gut. Schade. Sehr schade. Aber das Ding, boah, das heizt ganz schön ab. Jo. Also ich denke mal so zum Fahren oder so von A nach B würde es bestimmt auch Bock machen. Und da die Leute ja nicht wissen, ob du das Scorpion Tri-Quest oder den hier, wenn sie trotzdem ein bisschen nervös werden, denke ich mal. Ja, wie gesagt, ist auch zügig. Nicht ganz so schnell wie das Hubertech, aber besser steuerbar, ne? Ja. So. Oh, gleich sind wir da. Das ist schon anständig geschmeidig. Die Streichzahl auf der Straße. Da. Sehr gut. Das gefällt mir. So, Dismiss. Oh.
hier jetzt? Was ist das? Wheel Speedbike. Kennen wir schon. Hier. ER Assault Bike V2. Klingt interessant. Ja. Bin gespannt, was das drauf hat. ER Assault Bike. Lol, das ist das da. Ja, sieht aus wie ein Wheeler, ne? Speedbike. Wie groß ist die Munitionskapazität? Moment, guck mal. Wird hier nicht angegeben. Ich schmeiß dir mal hier was hin. Nee, es sagt jetzt nur 36 Schuss von irgendwas. Aber ich sehe hier vorne nicht mal einen Geschützlauf. Wie ist das irgendwie dort, wo die Beleuchtung sitzt? Dann ist das hier 7,62 mm. Okay. Hier, mal diese. Hingeschmissen? Diese. Nee, passiert nichts. Was? Ich hab hier nochmal eine. Packung habe ich noch. Nein, ich will nicht. Ich schmeiß jetzt mal alles hin. Alles. Davon, davon. Ui. Ui. Nope. Will nicht. Kein einziges Ding. Also ich steig nochmal ab. Setz mich nochmal hin. Vielleicht geht's jetzt. Nein, keine. Wie mir das Visier funktioniert. Das geht wenigstens. Oh, fährt sich auch nicht schlecht. So, hier noch ein bisschen rum. Hui. Da nicht da. Achso, da komme ich gar nicht durch. Oh, machen wir halt mal. Kleinen Abbieger. Was ist denn das für einer? Der Marcus Stewart. Okay, jetzt haben wir leider keine passende Munition, dieses Fahrzeug. Aber kann man ja nochmal nachholen. Wenn ihr wollt, erinnert mich ruhig auch mal dran. Ihr seht es ja selber. Ich leide unter digitale Demenz. Das ist manchmal schon nicht so angenehm, wenn man wieder mal was vergisst. Und dann das die Gehirnwind. Oh! Hilfe! Das war's jetzt du! Billy, muss mal gucken, was du machst. Ja, nur ein bisschen rumheizen. Kann ja nicht schießen, geht ja nicht. Aber. Das ist ein Redneck Rampage-mäßig hier jetzt. Redneck Rampage? Das war doch auch ein altes Ballerspiel für MS-DOS, ne? Natürlich. Mit der selben Engine, wo sie doch Duke geschrieben haben, den Duke Nukem 3D damals. Ah, das waren noch Zeiten. Ich hatte damals die Super Duke Volume 1 und Volume 2. Da waren saugeile Sounds dabei. Und auch so ein paar kleinere Patches. Wenn du da die Viecher gekillt hast, da sind dann zum Teil, sagen wir mal, 200 Knochen oder Augen gespritzt. Da ist der Rechner in die Knie gegangen, wenn du es übertrieben hast. Das ist ab dem 200er MMX, ist es so halbwegs erstmal gegangen. Aber es dann auch ab dem 500er hat es dann mal anständige Frames. Für alle, die es halbwegs testen wollen, kann ich dann bei Steam nur die Duke Nukem Megaton Edition empfehlen. Lauffähig unter Windows 7 und Windows 8. Ehrlich? Natürlich. Oh, das war auch angenehm. Ja, ich habe es mir bei GOG, habe ich mir das gekauft. Oder nee, warte mal, da habe ich es damals umsonst bekommen. Weil ein ganz berühmter anderer Let's Player hat mir das damals empfohlen. So. War ich sehr froh darauf, dass ich das getwittert bekommen habe damals. So, jetzt habe ich hier wieder Munition. Speedbike haben wir ja genommen. Advanced Assault Glider.
Was hat denn der für Anforderungen? Vehikel 48, Stärke 82, Heavy Combat 106. Das reicht aus. Das reicht aus. Oder willst du ihn fliegen? Ich kann es ja mal versuchen. Gut. Ob ich es noch kann. Gebe ich dir den Schlüssel? Da ist er schon, oder? Er ist losgegangen. Assault Glider. Oh Gott, ich werde mir jetzt sowas von einscheißen. Jetzt muss ich mal selber gucken. Bauen. Hä? Ach, Seite 2. Ach, sind wir schon so weit jetzt? Nee, auch ja, ich habe auch schon 3 Seiten voll. Also jetzt. Ich verwirrt. Ich verwirr mich gerade selbst. Oh, das ist immer gut. Jetzt zeigt den mir erst an. Mann, Mann, Mann. Oh je. Immer genau da drin. Kommt's wieder raus? Nein.